Ja, hallo Leute, heute möchte ich euch mal Permakultur auf 8 Quadratmetern zeigen, dass das auch geht. Hier ist noch nicht komplett fertig, also wer weiß, hat ja gesehen, vor einem Jahr habe ich damit begonnen. Also als erstes habe ich hier einen Pflaumenbaum, einen schönen. Daneben habe ich eine Blaubeere. Daneben habe ich eine Hagebutte. Daneben kommt noch was. Hier wird auch noch was gepflanzt. Und hier habe ich die Schokobeere, Karamellbeere. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und daneben ist noch ein Kirschbaum. Das ist ein Säulenkirschbaum. Den habe ich einfach oben immer gehabt und der ist jetzt zum Busch gewachsen. Schöne Sauerkirschen. Also den könnte man praktisch hier noch mit hinstellen. Das Praktische bei Säulenobst ist, dass man eben auch kleinen Flächen einen richtigen kleinen Permakulturgarten machen kann. Bei mir, ich habe das hier angelegt, weil ich hier den Birnenbaum über mir habe, aber der Birnenbaum ist leider ins Alter gekommen und die Birnen schmecken überhaupt nicht mehr. Deswegen werde ich heute auch noch einen Ast, Moment, von da drüben abmoosen. Von dem da, der hat richtig leckere Birnen und der hat schöne Wassertriebe, die werde ich mir abmoosen. So. Dann kommen hier hin meine Erdbeeren, die ich noch habe. Das Feldbeet ist natürlich noch nicht fertig. Und will dann gucken, ob ich Wald, Blaubeeren, also kriege irgendwo. Und das gibt auch Zwerghimbeeren, die ich dann noch zwischenpflanzen will. Und dann eine Schicht Erdbeeren. Man kann da auch alles andere zwischenpflanzen. Hier ist noch ein Azalea, da mache ich auch hier Ringelblume und so dazwischen. Aber im Prinzip sollte hier ein Permakulturbeet sein, in dem die Bäume die Blätter abwerfen, die Büsche die Blätter abwerfen und der Rest dient dazu, auch noch Lebensmittel zu erzeugen. Das ist mein kleines 8 Quadratmeter Beet. Also nur so als Inspiration, dass es auch auf kleinen Flächen geht. Schöne Grüße an Klaus. Also das ist wirklich nicht viel. Das ist nicht mal. Ist nicht mal ganz 8 Quadratmeter, also der Streifen ist 1,5 Meter ungefähr breit, also kann man ruhig bepflanzen, kein Problem und kriegt man auch einen schönen Permakulturgarten, also alles zusammen und hier zwischen wächst auch noch hier von der Birne lauter Ableger und noch andere, die werden aber dann für Bonsai, die pflanze ich jetzt im Bonsai-Topf, man hat ja öfter mal Bäumchen dazwischen sitzen, die eigentlich nicht hingehören. Aber bei der Birne weiß ich noch nicht, ob ich die lasse. Ich habe auch schon versucht, die abzumosen, aber hat nicht funktioniert. Werden wir mal nächstes Mal wieder probieren. Probieren jetzt über Studieren, wa? Bis daher. Also, schönen Tag noch.